Chemikant und Co. kommen an. Die Science- und Quizshow zur Chemie und ihren Berufen bekommt Beifall von Schülern der Gertrud-Luckner-Realschule in Rheinfelden. Die neue Show von Science und Technologie zeigt, welche interessanten Werkstoffe in der chemischen Industrie hergestellt werden und wo wir alltäglich damit in Berührung kommen. Und das Staunen ist groß bei den Zuschauern. Damit haben die Macher Erfahrung. In erster Linie soll so eine Show zum Staunen bringen, denn erst wenn jemand zu staunen beginnt, beginnt er sich auch für das Thema zu interessieren. Wir haben ja hier sehr komplexe Sachverhalte, die wir darstellen wollen. Wir haben auch einen tollen Aufbau, der auch nicht in der Schule zur Verfügung steht. Und über diese Experimente, die wir zeigen, auch mit ganz innovativen Materialien, können wir auch Berufe aus der chemischen Industrie dann auch vorstellen. Chemikant und Co. ist mobil. Die Show kommt in die Schulen. Dazu ist eine Aula oder, wie in Rheinfelden, die Mensa notwendig. Die Macherinnen beim Aufbau stehen auch auf der Bühne. Esra Mandaci ist eine der beiden Wissenschaftlerinnen, die durch die Show führen. Wir möchten die Jugendlichen natürlich für naturwissenschaftliche Berufe begeistern, speziell in dem Fall für chemische Berufe. Oft wissen sie gar nicht, was es alles gibt, und wir möchten ihnen quasi eine Plattform hier mit der Show bieten, sich da besser zu informieren. Für die Schulen kommt gut gemachtes Edutainment ins Haus. Und nicht nur das, auch den Schritt ins Berufsleben macht die Show. Mit einer Filmeinblendung, in der die Handlung auf der Bühne direkt in die Anlage eines Unternehmens gebeamt wird. Der Chemikant erzählt, was er macht. Das hat bei der ersten Aufführung nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die Vertreter der chemischen Industrie begeistert. Sie unterstützt den Förderverein Science und Technologie seit vielen Jahren. Als Standortleiter der Evonik in Rheinfelden und Vorstandsmitglied bei den Chemieverbänden weiß Peter Dettelmann warum. Eine tolle Show, die zu uns, der Chemie am Hochrhein, passt. Wir sind vielseitig und immer auf der Suche nach Neuem. In der Show erleben und sehen junge Leute, was wir machen, wie wir es machen und dass das, was wir tun, richtig gut ist und Spaß macht. So können wir für Naturwissenschaften und die chemische Industrie begeistern. Die Show ist gut gestartet. Mit der Unterstützung der chemischen Industrie können Schulen die Infoshow für einen geringen Eigenanteil buchen. Dann rollt das Science-Mobil an. Eines ist dabei gewiss: Spaß und Wissen gehen Hand in Hand.